Laut einer Studie wirkt eine schwere Decke beruhigend, wenn du schlafen gehst. Sie fühlt sich wie eine liebe Umarmung an. Sie beruhigt dein Nervensystem und du kannst schneller einschlafen. Am besten eignet sich eine Decke, die 10% deines Körpergewichts wiegt. Wenn du warm und gemütlich unter dem Druck der Decke eingekuschelt bist, setzt dein Körper Wohlfühlchemikalien frei. Sie sagen deinem Gehirn, alles ist gut, du kannst jetzt schlafen. Dasselbe passiert, wenn du mit deinem Haustier kuschelst. Deine Muskeln und Nerven entspannen sich. Auch unsere Vorfahren hatten Decken. Sie sahen jedoch anders aus und dienten dem Schutz. Sie schützten die Menschen vor Regen, Sonne, Kälte und sogar wilden Tieren, die auf der Suche nach einer leckeren Mahlzeit waren. Daher empfindet dein Körper unter einer Decke automatisch ein Gefühl von Sicherheit. Wenn es zu kalt oder zu warm ist, schläft man schwer ein und hat vielleicht sogar Albträume. Die beste Schlaftemperatur liegt zwischen 15 und 19 Grad Celsius. Wir verbringen etwa ein Drittel unseres Lebens schlafend. Für den Durchschnittsmenschen sind das ganze 25 Jahre. 7 Jahre davon starren wir an die Decke und versuchen einzuschlafen. 6 Jahre träumen wir. Wenn du nicht einschlafen kannst, bleibst du lieber im Bett, bis es klappt. Nun, das ist ein Mythos. Experten sagen, es ergibt keinen Sinn, sich länger als 20 Minuten im Bett herumzuwälzen. Am Ende bist du nur frustriert. Steh auf und tue irgendetwas Entspannendes. Nutze dabei jedoch weder Handy noch Fernseher oder andere elektronische Geräte. Sie emittieren blaues Licht. Dein Gehirn denkt dann, Yippie, lass uns aufstehen, es ist tags. Drücke bloß nie auf den Snooze-Knopf. Vielleicht denkst du, noch 5 Minuten würden dir helfen. Aber du sendest die falschen Signale an dein Gehirn. Nämlich, geh ruhig wieder schlafen. Dein Gehirn freut sich und bereitet sich auf die Phasen eines Schlafzyklus vor. Und dann, 5 Minuten später, klingelt der Wecker schon wieder. Der Snooze-Knopf lässt dich meist nur noch müder aufstehen, als wenn du den Snooze-Marathon weggelassen hättest. Du bist dabei einzuschlafen, als dein Körper plötzlich unwillkürlich zuckt. Es fühlt sich an, als würdest du die Treppen runtergehen und von einer Stufe abrutschen. Dein Gehirn sendet Signale an deine Muskeln. Allerdings weiß niemand warum. Kein anderes Säugetier zögert absichtlich den Schlaf heraus. Regelmäßige körperliche Ertüchtigung verbessert den Schlaf. Wenn du nicht genug schläfst, hast du mehr Hunger. Der Schlaf reguliert spezielle Hormone, die den Appetit kontrollieren. Schlafmangel fördert Heißhunger auf Süßes und Stress. Du kannst deinen Körper nicht an weniger Schlaf gewöhnen. Nach ein paar Nächten zu wenig Schlaf bist du tagsüber müder. Du kannst dich an diesen Rhythmus zwar gewöhnen, aber das heißt nicht, dass dein Körper genauso gut funktioniert, wie wenn du ausgeschlafen wärst. Dein Gehirn paralysiert im Schlaf deine Muskeln. Auf diese Weise rennst du nicht los, wenn du von einer wilden Jagd träumst. Die Augenmuskeln sind davon allerdings nicht betroffen. Sie bewegen sich heftig, wenn du dich in einer Tiefschlafphase befindest. Dein Gehirn kann aufwachen, während deine Muskeln noch deaktiviert sind. Du erlebst dann eine Schlaflähmung. Das ist ziemlich gruselig und es ist schwer zu sagen, was Traum und was Realität ist. Ein weiterer Mythos lautet folgendermaßen. Es ist egal, ob du um 23 oder um 4 Uhr schlafen gehst, solange die Summe stimmt. Schon mal etwas von zirkadianen Rhythmen gehört? Deine innere Uhr synchronisiert dich mit der Natur, vor allem mit dem Sonnenlicht. Folgst du dieser Uhr, hast du tagsüber mehr Energie und bist am Abend entspannter, müde und schläfst leichter ein. Schlafen solltest du nämlich nachts. Wenn du die ganze Nacht wach bleibst, um zu lernen, ist nur dein Kurzzeitgedächtnis aktiv. Das Langzeitgedächtnis jedoch nicht. Daher kannst du dir die Dinge nicht so gut merken. Das perfekte Nickerchen dauert 20 bis 30 Minuten. 26, um genau zu sein. Es kann deine Laune heben, spendet dir mehr Energie als eine Tasse Kaffee, verlängert deine Aufmerksamkeitsspanne und hilft deinem Gedächtnis. Solange es nicht zu lang ist, stört es auch deinen Nachtschlaf nicht. Auch wenn ein Nickerchen Wunder wirken kann, kompensiert es den nächtlichen Schlafmangel nicht. Bei einem Nickerchen bleibt dem Körper nicht genug Zeit für alle Schlafphasen. Für Qualitätsschlaf sind diese jedoch sehr wichtig. Wenn du Dinge aufschiebst, fällt dir Schlafen schwerer. Die größte Müdigkeit verspürst du um 2 und um 14 Uhr. Mittags ein Käffchen und ein Nickerchen sind also genau das Richtige. Wenn es dir schwerfällt, montags in der Früh aufzustehen, leidest du vielleicht an sogenanntem sozialem Jetlag. Er entsteht, wenn Menschen nur am Wochenende später schlafen gehen und länger schlafen.
Es ist dann schwer, in den normalen Rhythmus zurückzukommen. Im Traum denkt sich dein Gehirn keine neuen Gesichter aus. Du siehst reale Menschen, denen du im Alltag begegnest. Auch wenn du dich nicht aktiv an sie erinnern kannst. Die ersten Kopfkissen kamen vor etwa 9000 Jahren auf. Sie waren nicht so bequem wie heute, da sie aus Stein waren. Sie galten als Symbol des Wohlstands. Je mehr Kissen man hatte, desto reicher war man. Die Strategie des Schäfchenzählens gibt es schon seit über 150 Jahren. Laut Wissenschaftlern ist es aber gar nicht so sinnvoll. Sich eine ruhige Landschaft vorzustellen wäre viel effektiver. Ein blöder Arbeitstag, Abgabetermine, Rechnungen, Streit mit Freunden. Schlaf beseitigt allen Ärger und gönnt dir einen frischen Start in den neuen Tag. Wissenschaftler fanden heraus, dass dein Gehirn im Schlaf Müll beseitigt, um Platz für Neues zu schaffen. Das bedeutet auch, dass dein Gehirn im Schlaf nicht abschaltet. Verschiedene Bereiche deines Gehirns sind sowohl im Wachzustand als auch im Schlaf aktiv. Die seltenste Schlafposition ist der Seestern. Dabei liegt man auf dem Rücken und streckt Arme und Beine von sich. Die gesündeste Schlafposition ist auf dem Rücken. Deine Wirbelsäule, der Nacken und der Kopf liegen dabei in einer neutralen Position und erfahren keinerlei Anspannung. Du kannst schlafen, während deine Freunde sich unterhalten oder es draußen fürchterlich laut ist. Das ist möglich, weil dein Gehirn im Schlaf alle harmlosen Geräusche filtert. So wachst du nicht umsonst auf. Etwa 75% der Menschen träumen in Farbe. Bevor es Farbfernsehen gab, ging es nur 15% der Menschen so. Forscher fanden heraus, dass wir in der Nacht vor einem Vollmond weniger schlafen. Allerdings ist immer noch unklar, wie der Mond unsere Schlafgewohnheiten beeinflussen kann. Schauen wir uns jetzt doch mal an, wie Tiere schlafen. Seeotter halten beim Essen, Schwimmen und Schlafen Händchen. Sie beschützen einander und verhindern, von der Gruppe abzudriften. Enten können mit einem offenen Auge schlafen. Wenn mehrere in einer Reihe ruhen, behalten die Enten am Ende ein Auge offen, um nach Gefahr Ausschau zu halten. Die Enten in der Mitte können beide Augen schließen, da sie sich auf ihre Kollegen verlassen können. Katzen schlafen 2/3 ihres Lebens. Walrosse sind Säugetiere, die einfach überall schlafen können. Und das auch noch in den verrücktesten Positionen. Im Ozean schlafen sie auf dem Bauch. Sie können im Stehen irgendwo angelehnt oder schwimmend schlafen. Manche haken ihre Stoßzähne zum Schlafen an einer Eisscholle ein. An Land können sie bis zu 20 Stunden am Stück schlafen. Aber sie können auch rekordverdächtig lange wach bleiben. 84 Stunden. Elefanten, Kamele, Giraffen, Pferde, Zebras und einige Vögel schlafen im Stehen. Sie können ihre Beine so einhaken, dass sie keine Muskelkraft aufwenden müssen. Im Fall einer Gefahr können sie fliehen, ohne Zeit durch das Aufstehen zu verlieren. Größere Tiere müssen sich aber trotzdem hinlegen, um Tiefschlaf genießen zu können. Tintenfische wechseln während des REM-Schlafs die Farbe. Wenn sie schlafen gehen, erstarren sie und ihre Augen werden schmal. Alle 15 Minuten zucken ihre 8 Arme und gleichzeitig ändert sich ihre Farbe. Wissenschaftler dachten, sie würden aufwachen, um zu schauen, ob Gefahr droht. Doch heute glaubt man, dass sie nur REM-Phasen durchlaufen. Das bedeutet wohl, dass auch Tintenfische träumen. Na dann, träumt schön da unten.